Fox und übernimmt erneut das Kommando. Cantado Dritter, Midsummer Records dann. Außen tut sich was in dritter Spur. Da rückt Born to Run auf, zieht dabei Captain Olaf Nitt. Dazwischen dann Messi Haseler mit Mac Parslow ganz am Ende des Feldes und davor noch Mr. Blitzer Bitt. 1000 Meter jetzt gleich zurückgelegt. N'oubliez jamais vor I am the one who knocks. Cantado innen, Born to Run außen. 18,8 der zweite Abschnitt. Eingangs zur Gegenseite, N'oubliez jamais, for I am the one who knocks, Cantado weiterhin drittes Pferd mit Born to Run. Vom Ende des Feldes jetzt ein Vorstoß von Mac Parslow, der hier aus vorletzter Position durch die dritte Spur heranrauscht und hier im D-Zug-Tempo aufrückt, jetzt schon drittes Pferd ist. Auf dem Weg in den Schlussbogen, N'oubliez jamais, Mac Parslow ist bereits da, ist zweiter. Dann versucht sich jetzt auch Mr. Blitzer bitte aus dem Hintertreffen besser bemerkbar zu machen. Dritte Zwischenzeit wird schnell sein, 1:12:0, richtig schnell sogar. N'oubliez jamais vor Mac Parslow, dann Mr. Blitzer Bitt, ganz außen noch Messi Haseler, bemüht den Platz zu verbessern in dieser schnellen Phase des Rennens, wo sich die beiden Vorderen etwas abgesetzt haben. N'oubliez jamais und Mac Parslow, der weiter auf die Tube drückt. N'oubliez jamais innen, Mac Parslow außen ist vorbei. Mac Parslow, N'oubliez jamais, die Speedpferde kommen mit Summer Records, Messi Haseler, ganz außen noch Captain Olaf, aber Mac Parslow hat mit all dem nichts zu tun, gewinnt überlegen. Mac Parslow, dahinter N'oubliez jamais auf dem zweiten Platz, Midsummer Records Dritter, dann Captain Olaf, Messi Haseler und I am the one who knocks, Cantado dahinter, die letzte Zwischenzeit 13:6. Ja, wir erwarten die Sieger aus dem dritten Rennen jetzt gleich im Winner Circle und dieses dritte Rennen geht erneut an die Niederlande. Trainer Bas Grebers und Besitzer De Boer und Siegfahrer Jaap van Rijn verantwortlich für Mac Parslow, der hier nach einem ziemlich eindrucksvollen Zwischensport auf der Überseite, wo er fast das gesamte Feld überrannt hat, dann letztlich den Grundstein zum Sieg legt und hier den Preis von Mokonchi an seine Fahnen heftet. Jaap van Rijn, der Siegfahrer, und wir gratulieren. Ja, herzlichen Glückwunsch, Jaap. Kein Renntag, wenn du hier bist, ohne Siegerehrung. Das war eine starke Vorstellung, als du gegenüber so hart losgefahren bist. Ja, ich hatte einmal Ehre gefahren in Frankreich und hatte wir aus der zweiten Reihe ein bisschen unglücklich einen Rücken, aber heute war das auch so. Robin war im Galopp und ich konnte eigentlich keine gute Lage finden. Er schon, Entschuldigung. So ja, wir mussten dann die letzten Kilometer, hatten wir eigentlich freie Bahn und dann bin ich auch losgefahren. Und er war sehr stark und der Trainer hat auch gesagt, er hat gut gearbeitet und alles. So, ja, glücklich hat er einfach gewonnen. Wir wollen dich jetzt auch direkt wieder entlassen. Ich merke schon, Mac Parslow ist ein bisschen unruhig. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke sehr. Und einmal bitte Ihren freundlichen Applaus für Jaap van Rijn und Mac Parslow. Meter bis zur Startmarke und das Feld ist unterwegs und Captain Olaf beginnt hier im Galopp und die Führung bei N'oubliez jamais geht hier vorbei an Cantado, dann I am the one who knocks, vierte Position dann für Midsummer Records, innen folgt Messi Haseler, außen dann Born to Run mit Mac Parslow. Captain Olaf wieder auspariert an vorletzter Position und ganz am Ende des Feldes, das ist Mr. Blitzer Bitt. Mitte des ersten Bogens, jetzt fast schon ausgangs der ersten Biegung, kommt außen Druck auf von I am the one who knocks, der hier an die Spitze will und jetzt auch an die Spitze kommt vor N'oubliez jamais, das Kommando übernehmen kann nach 500 Metern. Dahinter dann Cantado in dritter Position vor Midsummer Records. 14:6 war die erste Zwischenzeit.
N'oubliez jamais, jetzt wieder nach außen genommen, geht vorbei an I'm the One Who Knocks und übernimmt erneut das Kommando. Cantado Dritter, Midsummer Records dann. Außen tut sich was in dritter Spur, da rückt Born to Run auf, zieht dabei Captain Olaf Nitt. Dazwischen dann Messi Haseler mit Mac Paslow ganz am Ende des Feldes und davor noch Mr. Blitzer Bitt. 1000 Meter jetzt gleich zurückgelegt. N'oubliez jamais vor I am the one who knocks. Cantado innen, Born to Run außen. 18.8, der zweite Abschnitt. Eingangs zur Gegenseite. N'oubliez jamais vor I am the one who knocks. Cantado weiterhin drittes Pferd mit Born to Run. Vom Ende des Feldes jetzt ein Vorstoß von Mac Paslow, der hier aus vorletzter Position durch die dritte Spur heranrauscht und hier im D-Zug-Tempo aufrückt, jetzt schon drittes Pferd ist. Auf dem Weg in den Schlussbogen. N'oubliez jamais. Mac Paslow ist bereits da, ist Zweiter. Dann versucht sich jetzt auch Mr. Blitzer bitte aus dem Hintertreffen besser bemerkbar zu machen. Dritte Zwischenzeit wird schnell sein. 1:12:0. Richtig schnell sogar. N'oubliez jamais vor Mac Paslow, dann Mr. Blitzer Bitt, ganz außen noch Messi Haseler, bemüht den Platz zu verbessern in dieser schnellen Phase des Rennens, wo sich die beiden Vorderen etwas abgesetzt haben. N'oubliez jamais und Mac Paslow, der weiter auf die Tube drückt. N'oubliez jamais innen, Mac Paslow außen ist vorbei. Mac Paslow, N'oubliez jamais, die Speedpferde kommen mit Summer Records, Messi Haseler, ganz außen noch Captain Olaf, aber Mac Paslow hat mit all dem nichts zu tun, gewinnt überlegen. Mac Paslow, dahinter N'oubliez jamais auf dem zweiten Platz, Midsummer Records Dritter, dann Captain Olaf, Messi Haseler und I am the one who knocks, Cantado dahinter, die letzte Zwischenzeit 13:6.